Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Cathy Rain. Wir sind mittlerweile im letzten Kapitel angekommen und sind wieder im Haus der Großmutter, das jetzt doch ein bisschen verändert aussieht. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier erstmal um. The paintings resemble TV static. Guess the reception down here isn't too good. Ja, nicht nur der Empfang lässt hier zu wünschen übrig. So, nach oben können wir natürlich nicht mehr. Lampe. Lampe ansehen, Lampe anschauen. Was ist der Unterschied zwischen ansehen und anschauen? A small desk lamp. I can see something inside. Ach so? Moment. Ansehen. There was a pen hidden inside. Oh, okay. Telefon. Da wird die Leitung wohl tot sein. No dial tone. Ja, das war zu erwarten. Was habe ich hier? Ein Buch. Bitte eintragen. Ach du Scheiße. Joseph Rain, Eileen Summers steht schon drin. Und Catherine steht auch drin. Wir haben nur noch nicht unterschrieben. Ach krass. Grandpa's name, my name and Eileen's name are listed here. Das ist keine gute Idee, dich da einzutragen. Looks like Grandpa and Eileen have both signed already. Ja. Ach, wir haben auch nur noch den Füller dabei. Oh Gott, nachdenken. It's fairly sharp. Might have some other uses apart from writing. Ach so. Können wir denn, also würde sie das rein theoretisch tun? Oh nein, sie tut es. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß übrigens gar nicht, was von mir. Oh oh. Was? Ich weiß gar nicht, ob es unterschiedliche Enden gibt, wollte ich sagen. You're not supposed to be here. Who are you? You look just like me. I should ask you the same thing, imposter. Do you like what we did to Mom? Don't you just want to kill her sometimes? I know I do. Was? Also das Ganze, ich denke mir, das ist jetzt so ein bisschen ihr Unterbewusstsein. Was redest du da verdammt nochmal? Mom, ist sie hier? Du bist doch komplett verrückt, oder? What the hell are you talking about? You don't know anything, do you? Now, I'd love to stay and chat, doppelganger, but I have more important things to do. Ta-ta. Ta-ta? Was zur Hölle? Okay, Fahrstuhl. Könnten wir rein theoretisch rein, aber... Gears are moving behind the window. Am I inside some huge, bizarre machine? Ja, wahrscheinlich deine eigene bizarre Maschine im Kopf, oder... Ich weiß es nicht. Mit kettengesicherte Tür. The door is sealed by two thick chains attached with padlocks. Okay, gut. Da wir sowieso nichts im Inventar haben, außer den Füller, können wir damit... Ja, Quatsch. Das Schloss aufbrechen? Nee, nee. That combination. Nee, nee, das ergibt keinen Sinn. Okay, Fahrstuhl. Ja. Fahrstuhl fahren. Das erinnert mich echt so an Silent Hill. Ich würde sagen, wir fahren erstmal in 2. Echt jetzt? Irgendwie Silent Hill Homecoming? Ich weiß nicht, vielleicht auch einfach nur gerade so von der Optik. What? Wir sind in der Bar. Wir sind in der Bar und hier sind überall die Umrisse von Toten. That thing looks alive. Und hier ist auch überall das Rauschen. I don't even want to think about what happened there. Können wir denn weiter nach rechts gehen? Ey, das hätte ich nicht gedacht, dass es noch so krass wird. Also so cool und gleichzeitig auch so a jukebox. Bizarr. Broken by the looks of it. Nothing is lit up. Okay, finde ich aber witzig, dass die hier jetzt noch steht, ne? Zahnräder. More gears grinding away. Something about them makes me uneasy. Wo kommen wir hin, wenn wir durch die Tür gehen? Ach du Scheiße. Das ist die Mutter. Oh my God. Mom? You're here? Ach du Scheiße. Blutige Wand. Aufreißen. Nee, Moment. Erstmal anschauen. There's some blood on this wall. Okay. It's too tough. I might need something sharp to get it open. Ach so, ja, natürlich. Vielleicht kannst du es mit dem Füller irgendwie aufreißen. Kombinieren.
there was a scalpel hidden inside the wall. Got it. Ach du Scheiße, wir müssen aber jetzt... Ey, das Skalpell mit der Mutter oder was? A razor-sharp surgical scalpel. Okay. It's Mom! She's being held up against the wall by something sticky. I have to get her loose, somehow. Ach so. Ach so, natürlich, das mit dem Skalpell einfach durchschneiden. Ich dachte jetzt gerade schon irgendwie die Mutter, ja, weiß ich nicht. Was she always here? Is this the cause of her illness? Mom, can you hear me? Don't worry, I'll find a way to get you out of here. Okay. So, Skalpell, können wir das denn überhaupt? Skalpell verwenden mit Mom. Ja, eher mit dem Zeug dahinter, nicht mit der Mutter. There you go, Mom. Are you okay? No! Was? Na, ernsthaft jetzt? Was? Was? Ich hatte keine Wahl, ich musste dich wegsperren lassen. Mom, nein, was habe ich getan? Ey, Leute, das erinnert mich jetzt noch mehr an Silent Hill Homecoming. Wenn ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr warum. Haben die sich ein bisschen davon inspirieren lassen? Ich hatte keine Wahl, ich musste dich wegsperren lassen. Mom, nein, was habe ich getan? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Enden gibt und ob das hier alles irgendwie Einfluss hat. Ich hatte keine Wahl. Ich sag mal... Ich sag, glaube ich, mal das hier, damit sie nicht ganz so ein schlechtes Gewissen hat. Ich weiß ja nicht. I had no choice. I had to put you away. You started hurting yourself. You started hurting me. I forgive you. Oh God, get me out of this place. Was ich aber gerade jetzt noch nicht so ganz verstehe, ist, hat sie tatsächlich die Mutter in der Realität umgebracht, weil sie die Mutter halt so scheiße war? Und sie hat die ganze Zeit irgendwie mit dem Gedanken gelebt und hat das verdrängt, dass die Mutter in einer Nervenheilanstalt ist? Was? Kühlschrank? Es ist sehr bizarr. Hope's in a jar. Das hatten wir. Wo hatten wir das denn? Irgendwo haben wir das? Refrigerator magnets in the shape of Scrabble tiles. Ja. Irgendwo the score values are off, though. Diese Gedichte gehört. I remember because the game I played with E the other day. Hope's in jar. Yeah. An inkier heart. Rule me, nemesis. Not sure what to make of it all. Hoffnung in einem Glas. Können wir die bewegen? Refrigerator magnet. The nee, score okay. values. Hope's in jar. Not sure what. Okay, wir können die nicht bewegen. Können wir hier nochmal? Ja, wir können hier nochmal weg. Okay. So, blutige Wand, Leiche. I don't even want to look. Ist da noch irgendwas? Nothing else in there. Da ist sonst nichts mehr. So, Kühlschrank. Kühlschrank öffnen. Das wird noch nicht funktionieren, oder? Ach doch. There's a weird scarab thing in there. Was? Got it. Ein roter Skarabäus? Herzskarabäus. It's the red scarab I found in the refrigerator. When I shake it, I can hear something moving inside. Aha. It has a hard shell. I'll need something heavy to break it. Ja, ja, natürlich. Mit dem Füller wahrscheinlich irgendwie unter den Panzer. That action doesn't seem productive to me. Ich dachte jetzt. Kombinieren. Ja, womit? Mit der Leiche? That combination. Das ergibt keinen Sinn. Mit der Wand? I don't see it. Das ergibt keinen Sinn. Mit dem Kühlschrank? That action doesn't. Das bringt nichts. Moment, können wir den Füller auseinandernehmen oder so? Füller anschauen. It's fairly sharp. Might have some. Ja, ich dachte jetzt, dass man damit irgendwie machen kann. Nee, nee, das geht ja nicht. Ist noch voller Tinte. I don't see how those things work together. Nee, sehe ich gerade auch nicht, ehrlich gesagt. It has a hard shell.
I'll need something heavy to break it. Ja, wo ist denn das Skalpell? Ach, das steckt noch in der Mutter. Aber... I don't even want to look. Okay. Kühlschrank. Nothing else in there. Sonst ist nichts mehr drin. Okay, Kühlschrank anschauen. War da denn irgendwas? Abgesehen von... Nein. Abgesehen davon war gar nichts. Refrigerator magnets in the shape of Scrabble tiles. Okay. The score values are off, though. I remember because the game I played with E the other day. Hope's in jar. An inkier heart. Okay. Rule me nemesis. Not sure what to make of it ja, all. Ja, okay, aber... Das hat ja dann irgendwas mit den Zahlen zu tun. 4, 4, 3. Ja, okay, aber... Moment. Kann sie? Blöde Frage. That combination makes no sense. Das ergibt keinen Sinn. I did that already. Das hast du schon gemacht. That combination makes... Das ergibt keinen Sinn. Wie öffnen wir den Herzkarabäus? Hier ist ja sonst auch nichts mehr. Ne? Können wir nochmal... Ah, wir können nochmal zurück. Habe ich vielleicht irgendwas... Oh, das Bild lag vorher nicht da. Irgendwas übersehen? Hm? Postkarte. Looks like a postcard is lying here on the floor. Okay. Hi, meine Kleine. Moment, erstmal ist es an Sie, natürlich. Der Schlund, was zur Hölle. Hi, meine Kleine. Ich lasse es mir hier in Mexiko gut gehen. Ich habe jetzt eine neue Familie und habe dich total vergessen. Ich habe nie auch nur eine Sekunde lang bereut, euch verlassen zu haben. Deine Mutter war eine Hure und dich habe ich eh nie wirklich geliebt. Mach's gut, Dad. Alter, was? Oh, die Musik dazu, ne? Krass. Alter, was? Oh, scheiße, ey. You killed Mom. That wasn't Mom. It was some kind of monster. We're all monsters to you, aren't we? Kill her, Dad. No, it can't be. Who's your daddy now, bitch? Was? Was ist mit dem Vater los? Stay away from me. Vater, hau ab. Geh weg. Kommt der... Kommt er mir jetzt echt hinterher? Fahrstuhl! Ey, fall da rein! Scheiße! Alter! Vater! Geh weg! Ich will es nicht! Du hast mich eh nie geliebt! Fall da rein! Oh! Alter, ich bin voll erschrocken! Ich bin voll erschrocken! Oh Gott! I've been angry with you for as long as I can remember. I've hated you. More than words can say. I will never forgive you, Dad. But I'm done being angry. I'm done with letting you have an impact on my life. Oh, hallo meine Tochter. Ich hätte das schon vor so langer Zeit tun sollen. Es gibt so viele Dinge, die ich dir sagen wollte. Du hast hier zwei Brüder und eine Schwester. Sie fragen immer nach dir, ihrer großen Schwester in den USA. Dich zu verlassen war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Bitte vergib mir, Dad. Okay. I didn't hear an impact. Does it even have a bottom? Boah, ist das abgefahren, ey, alles. Das ist so... Ich weiß nicht. Können wir da jetzt nochmal rein? Ich meine, da ist ja die andere Kathy reingegangen. Na, die Mutter ist auf jeden Fall schon mal weg. Where did that thing go? Blutpfütze. The body is gone. Können wir... Herzkarabäus, kann man den irgendwie mit der... Nee, mit der Blutpfütze... Okay, das ergibt keinen Sinn. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier nichts machen können, versuche ich nochmal mit dem Fahrstuhl zu fahren und in den dritten Stock zu kommen. Also, der Vater ist abgehauen, ne? So viel wissen wir. Aber... Dritter Stock... Funktioniert? Ja, sehr gut. Aber sollte das jetzt so viel bedeuten, wie, dass der Vater ihr eigentlich eine nette Karte geschrieben hat?
dass sie halt tatsächlich die Brüder hat, die Schwester hat, dass der Vater wirklich an sie gedacht hat und das Ganze von ihr einfach nur Einbildung war, so nach dem Motto, er hat mich nie geliebt oder ich weiß es nicht, also der ganze Zusammenhang erschließt sich mir immer noch nicht. Aber das ist doch gut, weil vielleicht kommt am Ende dann die große Überraschung. Moment, was ist das hier? Zerbrochenes Kettenglied. The chain looks broken there. Okay. Was war das hier? Kurbel. Kurbel anschauen erstmal. Looks like the crank is connected to a mechanism for raising the cage. Na, das wäre ja super, wenn das jetzt direkt funktioniert. No use. The chain is broken. I'll need to fix it first. Ach so. Das bedeutet, du brauchst von irgendwo Kettenglied oder so, ne? Na, das hier wird ja, das ist ja sinnvoll. That action doesn't. Nee, das bringt doch nichts. Okay, da ist a small casket is placed in the middle of the cage. Ist das ein kleiner Sarg? Ist das ein Kindersarg? Okay. So. Der Skarabäus, was machen wir damit? Den müssen wir irgendwie aufbrechen. Da ist sonst nichts mehr, ne? Kurbel. Ja, mit dem Füller, das ergibt auch keinen Sinn. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt nochmal runter in den ersten Stock. Vielleicht können wir da mit dem Skarabäus was machen. Oder wir treffen nochmal unsere Doppelgängerin. Nein. Rauschen, Lampe. Ja, da müssen wir, denke ich, mal rein, ne? Vorhängeschlösser. Mit Ketten gesicherte Tür. Moment, haben wir uns die denn schon genauer angeschaut? Oder waren das nur die Ketten? There are two padlocks here. Ja, okay. One requires a key, the other is a combination lock. Ach so. Der Code ist hier. Geht es bis 9? Ja, das geht bis 9, alles klar. Vierstelliger Code. Der Code ist hier. H-I, alles klar. Gut, kapiert, also hier. Gut. Gut. Dann hoffe ich, dass wir wenigstens das eine Schloss aufbekommen, beim anderen weiß ich es jetzt noch nicht. Aber das Wort ist auf jeden Fall hier. Also, nochmal zurück in den zweiten Stock. Und nochmal das Gedicht anschauen. Aber wo habe ich das gelesen? Das weiß ich leider nicht mehr. Hat das der Großvater oder so irgendwo aufgeschrieben? Oder hat er das auf einer Kassette gesagt? Kann auch sein, ne? So, dann gucken wir doch mal. Also, das Wort ist hier. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das H eine 4 war, aber alles andere... Nothing else in there. Ach, Quatsch. Alles andere, habe ich jetzt nicht so gesehen, weil es der erste Buchstabe hier war. Also, wir haben die 4, wir haben die 1, wir haben die 2 und wir haben die 5. Also, 4, 1, 2, 5. 4, 1, 2, 5. Refrigerator, Matt. Okay, the score valve. Ja, nicht so viel quatschen, sonst vergesse ich das. 4, 1, 2, 5... Okay. 4, 1, 2, 5. Bringt uns aber trotzdem nicht wirklich weiter, weil wir das zweite Schloss noch nicht öffnen können. 4, 1, 2, 5, ne? Das war's. So, Schädel, hier ist uns auch nichts mehr. Und warum sind hier überall die Umrisse? Hat der Vater die anderen Biker umgebracht? Aber das ergibt ja alles keinen Sinn. Und, ach, ich weiß ja nicht. Was war das? 4, 1, 2, 5, ne? 4, 1, 2, 5. So, 4, 1, 2 und 5. Jo, das ist schon mal geöffnet. Das ist gut. Ach, natürlich, klar, Schloss und Kette. Ja, nehmen wir mit. This padlock might be used. Und kombinieren das beim Sarg. Die Kette nimmst du aber bitte auch mit, ne? Nicht nur das Schloss. I don't think I need to use the chain itself for anything right now. Ach so, kannst du das... Ach so, das sah so aus. Also das hast du jetzt, ne? Okay. Das sah so aus, als hätte da ein Stück von der Kette gefehlt. Hat sie doch auch gesagt, aber gut. Vielleicht kannst du es einfach irgendwie mit dem Vorhängeschloss verbinden. Und dann wird in dem Sarg, von wem auch immer der sein soll, vermutlich der nächste Schlüssel drin liegen. So, Vorhängeschloss kombinieren mit dem Kettenglied. That should work. Okay, na dann mal los. Moment.
Moment, Vertiefung. Indentations from spikes on the cage. Ach so, ich dachte jetzt gerade schon. So, Sarg öffnen noch nicht. A small casket is placed in the middle of the cage. Ein kleiner Sarg, ja. Doesn't open, but I can see a keyhole. Ja, gut. Das bringt's mir. Das bringt that combination makes. Das ergibt keinen Sinn. Jetzt brauchen wir dafür auch noch einen Schlüssel? That action doesn't. Das bringt doch nichts. Ja, was haben wir denn jetzt noch für Optionen? Unten die Tür ist nicht auf. A small casket is. Ja, ja. No use. I'll need a key. Ich brauche einen Schlüssel. Kannst du die Kurbel nochmal runterlassen? Ergibt es irgendwie Sinn oder nochmal höher ziehen? Ich weiß ja nicht. So lässt sie es nur runter. Nee, das bringt's nicht. Kurbel drehen. Okay, aber das hat nichts gebracht. Zahnräder. Können wir uns die nochmal anschauen? More gears grinding away. Something about them makes me uneasy. Okay. Ja, nee. Aber Moment. Ah, Moment. Pass mal auf. Kombinieren. Das müsste doch hoffentlich funktionieren. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass da drin dann der kleine Schlüssel ist. Jo, sehr schön. So, Kurbel nochmal drehen. Ha, sehr gut. Ist der Plan aufgegangen? So, nochmal kurbeln. Schlüssel. Ja, der ist jetzt wahrscheinlich für unten, oder? Nee, kleiner Schlüssel. Oh Gott. Ich möchte den Sarg nicht öffnen. It's the small key that I found inside the scarab. There's a keychain attached with a red heart followed by Ma. Guess somebody loves their mom. Oh Mann. Do you see? Mhm. I don't want to see. Ist das eine Schere? Do you see? Yes, kid, I see. Do you know who I am now? I don't like this. I want to go home. You'll never go home. We won't let you. When you threw me away, this place took me in, nurtured me. Do you regret what you did? Alter, ich sitze hier gerade ein bisschen fassungslos. Das ist keine Schere. Das soll so eine Zange sein, ne? Wie sie bei Abtreibung benutzt wird, um dann, ich muss es ja leider sagen, aber ihr wisst es, den Kopf so zu zerdrücken. Oh, das Babygeschrei im Hintergrund. Alter, was ist das für ein Spiel? Puh, nein, das tue ich nicht. Ich habe nichts Falsches getan. Was? Ich fühle mich nur traurig. Ich habe einen Teil von mir weggegeben, eine mögliche Zukunft ausgelöscht. Ein Teil von mir tut es. Ich wünschte mir, die Lage wäre anders gewesen. Ich konnte einfach nicht denselben Fehler wiederholen, den meine Eltern gemacht haben. Ich weiß es nicht. Was hat er gefragt, ob ich bereue, ne? Es ist doch alles scheiße. Alle Antworten sind scheiße. Ich fühle mich nur traurig. Das ist viel zu harmlos, finde ich. Aber alles andere will ich nicht sagen. Ich komme gerade nicht klar, wie krass das ist. I just feel sadness. I took away a part of me, eliminating a possible future. Decisions like that can be overwhelming and sad, but they're a part of life. You're just here to test me, to try and break me. Good. The heart must be pure. This is a fleeting moment, but I've seen what comes ahead. Who are you? The dweller in the lake, the conduit. Lily? I feel like I know her, but something cracks inside.
I don't understand any of this. What do you want from me? Only what you want from yourself. Nothing more, nothing less. We are nearing the end. He is ready to see you now. Who is? You know who, Kathy. Oh, Leute. Ich kann es gerade echt nicht glauben, dass das Ganze hier so ein Ende nimmt und so eine Wendung nimmt. Nee, echt, hätte ich am Anfang niemals mit gerechnet. Also, ich dachte, es geht darum, einfach nur herauszufinden, was mit dem Großvater passiert ist. Und auch ja, vielleicht hat die Familie irgendwas zu verbergen. So nach dem Motto. Aber dass es so heftig wird und vor allem so gut wird, damit hätte ich nicht gerechnet. Damn, it's locked. I don't see a keyhole. It must be bolted from the other side. Ach so? Ja, und nu? Both chains have been removed from the door. Ja, und nu? No use, it's locked. Wie soll ich das? Gears are moving behind the... Was hatten wir? Schloss und Kette. Ah, kann sie das? Ah, sie kann das bestimmt befestigen, ne? Okay. Now what to do with the actual chain? Ja, entweder an den Zahnrädern befestigen oder aber am Fahrstuhl mit Fenster. That action doesn't... Okay, dann aber definitiv hier am Fahrstuhl, ne? So, hast du denn jetzt... Moment, befestige Kette. Ja, ja, ach so. Und die mit It der Tür. It doesn't reach that far. So weit reicht sie nicht. Ach so, wir müssen jetzt... Ah, okay. Beide Stücke... miteinander kombinieren und dann mit der Tür verwenden. Maybe I should figure out what I want to attach to the other end before trying. Ja. Ach so, Vorhänge. Was hat sie denn jetzt alles dabei? Lose Kette. Mit der Tür, genau. Ach so, und mit dem Vorhängeschloss, genau, das kommt in die Mitte, um die beiden zu verbinden. So, das ist doch schon mal gut. All right, we should be good to go. So, Fahrstuhl. Fahren wir jetzt einmal nach oben, einmal nach unten, ne? Würde ich sagen, fahren wir auch direkt in den dritten. Ach, müssen wir gar nicht. Oh. You! You have ruined everything! Why do you hate us so much? What did we ever do to you? Diese Spieglein-Spieglein-Nummer wird langsam ein wenig langweilig. Du bist hartnäckig, das muss man dir lassen. Du schon wieder, ich habe langsam genug von dem Mist. This mirror-mirror-routine is getting tiring. And I'm not afraid anymore. I see you for what you are. You are nothing but a fearful little child and there's nowhere left for you to hide. Now get the hell out of my way. No! You look a bit pale. No, I'm the original. I am. This can't be happening. Sie fährt einfach wieder nach oben. I'm speechless. That's a first. No, it can't be. Grandpa! It's so good to see you, Kathy. Is it really you? You've been here for all this time? It hasn't been that long from my point of view. You look exactly the same. You haven't aged at all. But how is this even possible? You're dead. We buried you. You don't have to worry about that now, Kathy. I've missed you, Grandpa. I wanted to come back so many times. I know you did. I've been watching you every step of the way. I found out how you tried to get me back from Mom and everything. I just wanted you to be safe. I wanted what's best for you. Can I get you out of here somehow? I don't know how all this works. I'm afraid that's not possible. I chose to remain here, so we could meet one last time. But I just got you back. I can't bear to lose you again. You don't need me, Kathy.
You never did. You're stronger than you'll ever know. I'm so proud of the woman that you've become. This is so unfair. This fucking sucks. I know, darling. I know. But why are you here then? Is it just another test? No, the tests are over, Kathy. I'm breaking all the rules just by being here. We have worked so hard to make this happen. You can end the cycle, stop the suffering. This whole place needs to be ripped away, separated. That red fiend has no intention of letting your friend go. The only way to save her is to destroy this place. What do I have to do? You have to finish what I started. Ascend and burn them all. Yes, the red ones above feed this place. Make them lick the flames. Hurry, now before he sees us. Wait! Don't go! I need to go back up. I need to get out of here. Oh Mann. Vor allem gerade total Game of Thrones-mäßig verbrennen sie alle. Fand ich ja irgendwie schon wieder witzig, wobei das überhaupt nicht witzig war. It's the Red Man. He knows what I'm up to. Ja gut, ich würde sagen, einfach raus hier, ne? Ja, jetzt können wir die Rolltreppe benutzen. Ugh, my head. It's like the worst hangover ever. I need to stay focused. Burn them all, Kathy. Burn them all. Okay, da werden wir nicht viel Zeit vergeuden. Das Feuerzeug nehmen und das schöne Blumenmeer anzünden. It's too humid. The lighter alone won't be able to ignite them. Ach so, haben wir denn noch irgendwas anderes? Ja, den Verdünner haben wir doch noch, genau. Kombinieren? Kann ich den erstmal hier drauf verteilen? That should be enough. Major forest fire raging in Conwell Woods. The cause of the blaze has yet to be determined. But the latest reports say that the fire has been successfully contained, largely thanks to the local lake, which provided ample water for the dousing efforts. Over to you, Mark. Oh, thank goodness you're all right. You're back. We were worried about you. Oh, thank God it actually worked. Are you okay, E? I think so, but I feel a bit different. Yeah? You were out for a long time. Do you remember anything? I think Isaac drugged me. I started feeling dizzy and weak. He carried me into the woods. I remember hearing the wind in the leaves and the biting cold. There was a weird, sharp smell in the air, too. I'm not sure what happened next. Things are a bit blurry, but I had a strange dream with a shimmering girl watching over me. It felt like she kept me safe somehow. Then I woke up on this couch. It must have been your guardian angel. I think so too. Well, I'm glad you're okay, E. Things looked scary there for a bit. Yeah, Mary Elizabeth told me what happened, how you found me and got Isaac arrested. Yes, about that poor man. The sheriff called. Something happened while you were away. Welcome home, son.
Guess he finally grew a conscience. I can't help but feel bad for him, despite what he did to me. In a way, he was a victim too. At least we stopped him from hurting any more people. So, I guess this really is goodbye. A stupid part of me thought that if I would find the truth, I could be close to him again. It's not stupid. We all look for love in the strangest of places. It's an inseparable part of human nature. Jeez, when did you become so philosophical, E? I told you, I feel different. Yeah, me too. Do you think any of it was real? I don't know, E, but I hope we managed to stop it, once and for all. You know, despite everything, I think we made a half-decent team. Really? You do? Well, except for the part where you got yourself kidnapped. Try not to do that next time, okay? Wait, there'll be a next time? Yeah. Das war's mit Let's Play Cathy Rain. Unfassbar gut. Ganz ehrlich, ich bin total begeistert. Wirklich jetzt. Also, ich hatte von Anfang an Bock darauf, das Spiel zu spielen. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht getan habe, weil es ist ja schon... Wann kam es raus? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr auswendig. Ich habe es am Anfang gesagt, aber keine Ahnung mehr. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gespielt habe, direkt zum Release. Ich glaube, es war tatsächlich die Pixelgrafik, die mich da ein bisschen abgeschreckt hat. Und die ersten 5 Minuten im Spiel, in der allerersten Folge, so echt die ersten 5 Minuten, dachte ich so, oh, das ist ja doch schon sehr pixelig und ist es denn wohl cool? Aber ich muss sagen, ich habe mich super schnell daran gewöhnt. Es war richtig gut. Und ja, wie gesagt, ich bin super begeistert, muss ich sagen. Also für so einen Indie-Titel, von der Story her natürlich absolut großartig, weil man halt einfach nicht damit rechnet, dass da sowas hintersteckt. Wie gesagt, ich dachte, wir gehen einem Familiengeheimnis auf die Schliche. Gruselige Radiostimme, das ist ja auch witzig. Ja, ich dachte, wir gehen einfach nur einem Familiengeheimnis so auf die Schliche und finden da ein bisschen was raus. Aber nein, es hat jetzt doch alles ein bisschen Hintergrund. Es war tiefgründig, es war gut, man hat spekuliert, also ich habe es nicht sofort gecheckt, ich habe sehr lange gebraucht, um es alles so wirklich zu checken und ich habe es auch jetzt noch nicht hundertprozentig kapiert, ich will nicht nochmal gecheckt sagen. Ja, Stimmen, großartig, also Synchronisation für so ein Indie-Spiel echt richtig gut. Man hat es gerade gesehen, dass teilweise mehrere Figuren von einem und demselben Synchronsprecher gesprochen wurden. Was ich aber weder gemerkt habe, noch was irgendwie schlimm ist. Denn, wie gesagt, die Synchro war einfach für so ein Indie-Spiel, wow, super. Genauso wie die Musik, also die ganze Zeit die musikalische Untermalung, super. Die Grafik, wie gesagt, die Pixel sind da halt das Stilmittel. Das ist nicht so, dass die Leute, gehe ich zumindest stark von aus, dass die Leute sich gedacht haben, so, ah, wir haben keinen Bock darauf, deshalb pixeln wir. Das war schon so gewollt und ich glaube, so... Zu pixeln ist ja auch schon eine Kunst, dass das Ganze trotzdem noch, ja, irgendwie realistisch und echt wirkt. Es war gut, wirklich. Die Charaktere super, also ich fand Cathy echt toll. Ich fand die Eileen super, ich fand die Oma super. Ich fand den Obdachlosen richtig gut. Und Lenny natürlich. Ich bin ein bisschen traurig, dass sie nicht mit Lenny ausgeht. Aber okay, ja. Was ich mich jetzt trotzdem noch frage, das ist nach wie vor meine Frage, das habe ich nicht kapiert. Vielleicht muss ich mir die Folge nochmal angucken, eventuell auch länger drüber nachdenken. Was war jetzt mit der Mutter? Die hat sie doch nicht wirklich umgebracht, oder? Weil wenn sie die umgebracht hätte, dann wäre das ja alles ganz anders gelaufen mit ihr. Also ich meine, das wäre ja rausgekommen und also gehe ich davon aus... dass sie vielleicht einfach nur mit dem Gedanken gespielt hat, weil die Mutter so scheiße zu ihr war. Und der Vater ja anscheinend auch, der ja nachher da der Zombie war, dann aber die beiden unterschiedlichen Karten, wobei ich wirklich davon ausgehe,
dass eigentlich die nette Karte die richtige war, oder? Und dass sie die ganze Zeit nur davon ausgegangen ist, dass der Vater so eine negative Karte schreiben würde. Oder aber er hat tatsächlich die negative Karte geschrieben, was ich, oder würde er schreiben? Oh. Da geht er wieder. Ja. Keine Ahnung. Heftig. Und die Sache auch mit der Abtreibung, mit dem Jungen und... Ja. Dass der Junge ihr halt in dem Moment erscheint, wo sie dem Tod so in Anführungsstrichen am nächsten ist. Wo sie auf der Beerdigung ist, beziehungsweise am Grab ihres Opas. Das war schon... Und das finde ich auch schon gut gemacht. Also das mit der Zange, das war natürlich, wenn man sich das überlegt, war das natürlich makaber in dem Sinne. Aber... Einfach gut gemacht irgendwie. Ja, ich bin begeistert, wirklich. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich wusste, es macht mir Spaß. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so begeistert bin, dass das Spiel so, so gut ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es von den Entwicklern noch weitere Spiele gibt. Da werde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Wenn es welche gibt, dann würde ich die vielleicht sogar spielen, je nachdem. Ich habe gerade nämlich echt gar keine Ahnung, was sonst noch so von denen ist. Und wenn es keine weiteren Spiele gibt, wenn Cathy Rain bis jetzt ein einmaliges Erlebnis war, dann wünsche ich mir auf jeden Fall mehr davon. Auch gerne in diesem Pixel-Art-Stil, weil das war schon echt gut. Und es hat der Atmosphäre keinen Abbruch getan, es hat der guten Story keinen Abbruch getan. Von daher, also ich habe ganz am Anfang zur ersten Folge auch wenige negative Stimmen über die Grafik gelesen, aber die, also in meinen Kommentaren jetzt, aber die Kommentare, die negativ waren, waren dann echt so, die Grafik ist zum Kotzen und dann so 100 kotzende Smileys. Ja, es ändert aber nichts daran. Es ändert nichts daran, dass die Story großartig war und ja. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid bei einem weiteren Projekt auch wieder mit dabei, was auch immer das sein mag. Und bis dahin, tschüss!